Zweimal im Einzel, schon zweimal im Synchron. Du müsstest doch jetzt eigentlich total entspannt sein, oder? Ich bin fix und fertig. Mit den Nerven. Ich bin total nervös. Ich bin ja jetzt auch die einzige Frau im Finale. Ich werde natürlich für die Ladies da draußen, für euch, ich gebe alles. Versuche natürlich, meinen Titel zu verteidigen. Aber wie ich schon gesagt habe, ich gönn's jedem. Und was Daniel da heute hingelegt hat und auch alle anderen, das ist einfach der Wahnsinn. Und ich habe den größten Respekt vor jedem. In dem Sinne, viel Erfolg. Auch das, was Ronja vorhat, ist sehr, sehr schwer. Schwierigkeit 4,0 mit diesem Handstand, Auerbach-Salto, also ein halber Auerbach, den wir vorhin schon mal gesehen haben. Und das Ganze von 10 Metern. Sie braucht einen Hammersprung jetzt. Oh, guck mal an, der war nicht schlecht, wirklich, bis oben losging. Also, hier, die Hocke, die Streckung, die Arme sind an der Seite und dann geht er auch gerade zu Wasser. Spritzt natürlich ein ganz klein bisschen und wir dürfen auch nicht vergessen, ein bisschen leichter der Sprung als der von Marcel. Aber mal abwarten, was da jetzt für Noten kommen für die Titelverteidigerin. Und die Noten sehen gut aus, aber guck mal, Buschi, leider nur der zweite Rang. Ja, aber was heißt denn hier nur der zweite Rang? Sie ist sicher auf dem Treppchen und nochmal, man kann da nur den Hut ziehen. Wie nah an der Perfektion aus deiner Sicht dieser Sprung? Ich bin von 10 Meter gesprungen, das reicht. Ich bin zufrieden. Mir macht die Sendung wahnsinnig Spaß. Ich habe super Spaß mit dem ganzen Team, mit allen Kandidaten. Und ihr seid ein tolles Publikum, wirklich. München, ihr seid klasse und ich freue mich, ist alles super. Danke und Gratulation zum Podium, das steht schon fest.